Vor ein paar Tagen war ich noch auf der Suche nach Rotaugen. Und da denkst du dir, was? Was willst du mit Rotaugen? Warum Rotaugen? Ja, Rotaugen-Trophies. Und Rotaugen-Trophies, zack, die nächste. Und Rotaugen-Trophies bringen einfach verdammt gut Cash. Und ich habe vor ein paar Tagen schon ein bisschen gesucht an der Sura nach dem guten alten Rotaugen-Trophy-Spot, der ja immer übelst lief. Schön mit Käse damals. Ging aber nicht. Und jetzt geht's los. Ja, das sieht gut aus. Butzkeule hat hier einen schönen Beitrag gepostet. Und da kannst du dir jetzt nicht ausdenken, wie hier abgegeiert wird, Alter. Wie hier gegeiert wird. Schön Trophies ohne Ende gezogen. Natürlich mit der Chance auf die Super Trophy. Wurde auch gefangen von Butzkeule. Schön erstmal Super Trophy, Rotauge gefangen. Würde ich auch mitnehmen. Würde ich, glaube ich, wieder freilassen. Einfach für die, fürs Achievement lasse eine Super Trophy wieder frei. Und dann hat man das auch abgehakt. Und bei so einem Rotauge, naja, kann man ja machen. Einfach mal, zack, freilassen das Ding. Ja, die ballern hier rein in großen Mengen. Ich teste jetzt hier die Stelle. Erstmal ohne Futtermische, ob das auch so geht. Und danach kommt Futtermische mit rein. Und dann sehen wir, ob hier ein bisschen Frequenz ist. Ob hier auch die Trophys reinballern oder nicht. Ich stehe jetzt hier keine 5 Minuten. Ein Fisch ist drin. Ja, aber noch nicht so richtig viel. Und deswegen bin ich gespannt, was passiert. Wie gesagt, erstmal noch ein bisschen testen ohne Futtermische, damit man dann auch ein Feedback geben kann. Lohnt sich der Spot ohne Futtermische oder nicht? Und dann gleich mit Futtermische in die Vollen gehen und gucken, ob das hier reinballert. Ja, mittlerweile ist Futter ausgeworfen und ich muss sagen, ohne Futtermische, nee, gar nicht mal so gut. Ein paar Mal hat es noch gezubbelt, aber so richtig gebissen hat es noch nicht. Jetzt habe ich Futtermische rausgeschmissen. Es zuppelt immer noch, aber noch beißt es nicht. Das braucht natürlich auch immer noch ein bisschen Anlaufzeit. Und im Beitrag im Discord stand auch drin, dass er das Ganze nachts gefangen hat. Aber offenbar gehen auch tagsüber die Trophys rein. Also, da muss noch was gehen. Na, es geht in Richtung Abendstunden, wie im Discord-Beitrag beschrieben. Und es zuppelt los. Und diesmal geht's richtig los. Nicht nur so leichtes Gezuppel, sondern ein bisschen härteres Gezuppel. Was ich jetzt gerade noch gemacht habe, ich habe sämtliche Routen, oder was heißt sämtliche, ich habe meine Routen nochmal geändert auf andere Montagen. Jawohl, da sind sie, die Rotaugen. Und zwar auf Montagen, wo ich noch Trophys brauche für die Herausforderung. Gucken wir uns gleich nochmal eben an. Oh, na, das könnte so doch sein, die erste. Jawohl, jawohl. So, zack. Damit die Lümmels hier nicht alleine die ganze Zeit die Trophys fangen. So, fangen wir doch auch mal an hier. Und es wird wild. Bevor es hier weiter reinballert, schnell reingucken. Es gibt die Herausforderung unter Feeder. Und dann Stufe 6 ist das. Ist das Stufe 6? Nee, doch Stufe 6. 6.2. Fange mit jeder, oder eine Trophy mit jeder Feedermontage. Normales Grundfeedermontage, Paternoster, Inline, Schlaufenmontage, Köderfischmontage. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Zwei fehlen mir noch. Das heißt, ich habe gerade zwei Routen umgebaut nochmal. Einmal auf einfache Grundmontage und eine auf Paternostermontage. Das sind die beiden hier links. Die sind natürlich nicht geskillt, also keine Zusatzpunkte drin, dass man eine Chance hat auf eine Trophy. Aber sollte hier ein guter Trophy-Spot sein, und das sieht ja tatsächlich so aus, ja, da würde ich sagen, hat man doch eine Chance, dass man dann da auch ganz gut so eine Herausforderung mal eben abschließen kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was so geht. Ja, warum das Ganze nochmal? Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Also der Preis von so einer Trophy ist schon echt hoch. Also wenn man hier schön
sechs, sieben, acht Trophys fängt, dann ist das nicht verkehrt. Das sind 30 Silber pro Trophy. Wir gucken uns das natürlich gleich im Detail alles an. Ich werde es hier erstmal ein bisschen durchziehen und gucken, was so geht jetzt in den Abendstunden. Und sobald ich jetzt hier auch meine beiden Trophys auf diesen Montagearten habe, baue ich sofort wieder um auf Schlaufenmontage, wo ich die Skillpunkte drin habe, damit man mit diesen Skillpunkten natürlich nochmal mehr Trophys fängt oder nochmal eine höhere Chance hat. Aber ich schließe einfach jetzt hier in dem Zug einfach mal im Idealfall die Herausforderung ab. Und dann gucken wir mal. So, jetzt haben wir 19 Uhr und jetzt geht das schön in die Nacht hoffentlich rein. Und dann mal gucken. Ja, das Ganze natürlich, wie gesagt, mit Futtermische. Ohne Futtermische scheint nicht so gut zu sein. Es reicht natürlich auch sowas wie einen Futterkorb. Dann hat man einfach direkt das Futter unten am Köder. Und das ist ja auch ganz typisches, klassisches Fiedern, ne? Und da ist doch die nächste dran. Jawohl. Und das sieht auch gut aus. Jawollo. Ja, 1,3. Bis hin zur Super Trophy. Gerne mehr davon. So. Machen wir mal schön voll hier den Kescher. Und hier am besten direkt die erste Trophy auf der Montage. Die noch... Jawollo. Jawolli. Und da haben wir es im Detail. Das nächste für die einfache Grundmontage. Damit also abgeschlossen. Und ich baue das allerdings auch wieder um auf die Schlaufenmontage, weil das eben die geskillte Montage ist. Und direkt wieder raus. Jetzt muss nur noch die in der Mitte liefern. Und dann haben wir es doch, ne? Und, na guck. Ist sie's? Ja. Ja, das könnte sie sein. Wenn das ein Rotauge ist. Jawollo. Ja. Und damit ist es abgeschlossen. Alle fünf hier einfach mit Rotauge. Ist doch das Beste. Dafür sind die doch da. Also schön. Aufgabe erledigt. Herausforderung im Sack. Zack, zack. Und direkt wieder umbauen. Auf die geskillte Montage. Und jetzt schön in die Masse reingehen. So muss das. Und sie ballern weiter rein und sie ballern weiter rein. So soll das. Zack. Next. Ja, 1A. Bevor ich jetzt hier gleich das Futter abmache, beziehungsweise hier machen wir ab und das nächste. Wir gucken natürlich nochmal rein in das Setup, in die Futtermische und alles. Und weiter geht's. Na, der ist vielleicht noch nicht ganz so dick. Nee, reicht nicht. 500 Gramm. So, so sieht das Setup aus. Also, feines Setup, kleines Setup hier, aber mit einem 1er Haken, großen Haken und auf Steinfliege. Komplett mit der Steinfliege. Fluorocarbon-Vorfach, nix Fluorocarbon, geflochtenes Vorfach, Karpfen-Vorfachsmaterial. Relativ dünn. Und hier mit einem steinigen Blei. Wir haben ja auch steinigen Untergrund. Und that's it. PVA gucken wir natürlich auch rein. So sieht es aus. Gemahlenes Biskuit, Mistwurm, Feedpellets mit drin, gehackte Würmer, Hirsebrei, Fliegenmade, Karamell und mit der Kombi dann hier ordentlich einfüttern, aber auch nicht überfüttern. Deswegen auch runter damit und gucken, dass man mal zwischendurch auch eine Pause macht. Immer grob mitzählen, dass man eben auch hier nicht alles überfüttert. So, langsam ranziehen. Hier auch nochmal. So, passt. Na, kommt da noch eine? Und dann gucken wir gleich mal, ob es die ganze Nacht noch so weitergeht. Und wir werfen natürlich gleich nochmal eben schnell einen Blick auf den Kescher. Beziehungsweise kurz eben rein ins Café. Na, dran oder nicht? Ich glaube, ist gerade abgeflutscht. Ne, hängt noch. Und es läuft nach wie vor, ne? Also nach wie vor hier, der Chat ist voll. Alle komplett am Eskalieren. Und geben Gas. Ne, will gerade nicht. Also, kurzer Blick hier jetzt rein. Ja, die knappen 15, 20 Minuten hier ohne Futtermische, keine gute Idee. Dann hier jetzt die 10 Minuten, 12 Minuten ungefähr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trophys und es geht weiter. Also, das sieht auch schon mal ganz gut aus.
Und das gucken wir uns jetzt natürlich gleich an im, im Café, beziehungsweise ja im Fischmarkt, was denn die Fische so bringen. Ist da noch einer dran? Nee, gerade nicht. Ich glaube, ich renne mal eben schnell. Ja, rennen wir mal eben schnell hin. Nutzen wir die Chance. Rotaugen sind nicht im Café drinne. Also gucken wir einfach rein hier in den Fischmarkt. Nach Preisen sortieren. 40 Silber, 38 Silber, 38, 38, 36, 36, 35, 35, 33. Ist das der Hammer? Nur die Trophies, 334 Silber in 14 Minuten. Nicht mal ganz. 10 Minuten ungefähr, 300 noch was. Ist das der Hammer? Alles zusammen, na klar, noch ein bisschen was obendrauf. Also, schmeckt. Ich mache den Kescher jetzt noch ordentlich voll. Und dann gucke ich nochmal durch, ob es noch irgendwelche anderen Herausforderungen gibt, die man vielleicht auch noch hier machen kann mit dem Fang von Rotaugen-Trophies. Also alles, was da jetzt geht. Ich gucke gleich nochmal im Bereich von den Stippen, von den Posen oder sowas. Vielleicht kann man da auch noch was abschließen. Gerade an solchen Stellen, wenn es heißt, fange einen Trophy, dann machen wir das doch gerne. Und im Idealfall fangen wir vielleicht sogar noch eine Super-Trophy. Das wär's doch. Also ihr Lümmels, toi toi toi, rausziehen hier die Brocken, Trophies abhaken, Herausforderungen abhaken, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.